Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem Sims 4 Let's Play. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtsfeiertage sehr gut überstanden und falls ihr heute arbeiten musstet, was ich zum Beispiel musste, habt ihr den Tag auch gut überstanden oder werdet ihr noch gut überstehen? Und ja, dann machen wir mal hier weiter bei unserem Let's Play oder bei meinem Let's Play Trainingstipps durchsuchen. Okay. Warte mal, hast du jetzt momentan schneller Lerner? Nee, Sammlerin. Wegen Wahl eines Naturbestrebens. Ha, okay. Okay, ja, das merke ich. Das heißt, schnelle Lernerin bist du gar nicht, sondern kannst du dann erst werden, Gelehrte Abschluss machen. Ich muss da unbedingt ran, ich muss mich da ranhalten. Okay, hilft mir das was, wenn ich meinen Helm hier aufsetze? Was ist das schon wieder? Nee, was denn, lassen wir diesmal. Und wir hören mal kurz auf. Helm. Obwohl Plumbit in verschiedenen Schattierungen von Rot über Gelb bis hin zu Grün vorkommt, ist die beliebteste Tönung natürlich hellgrün. Steigt die Sportfähigkeit. Okay. So, warte mal, was haben wir hier nochmal für einen? Ist ein seltener, ungewöhnlicher Edelstein in vielen unterschiedlichen Farben, hauptsächlich aber rot. Komischerweise wird er immer wieder in der Nähe von Regenbögen entdeckt. Okay. Immer wieder glücklich. Eigentlich bringt mir da keiner was davon, gell? Warte mal, kann ich mir eigentlich... Nein, warte mal, da muss ich nicht... Warte mal, lern mal weiter. Was machst du denn da? Sich frisch machen. Hier, lern mal weiter debattieren. Oder nee, warte mal. Iss was. Iss was, du kriegst Hunger. Dann tust du debattieren weiter üben. Debattieren. Das war jetzt... Hier war das. Genau. Geschenke. Sofortige Hygiene, Spaß, Energietrank, Flirttrank, Glückstrank, Inspirationstrank, Konzentrationstrank, Selbstsicherheit, Tschüss, Marotte. Ah, okay. Schlafersatz. An Hitze gewöhnt, an Kälte gewöhnt, Blitzblucker, großartige Erzählerin, Meerjungfrauentank, Sportskanone. Was können die denn beim Trainieren erfüllen? Sportskanonen den Spaß, wir dürfen büßen nie an Hygiene ein. Oh. Stets willkommen. Stimmungslöser, wachsam. Merkmale, schon beim ersten Treffen. Okay, wasserfest. Werden im Regen nicht nass, okay. Zaubertrank, Fluchreinigung. Insta-groß, Insta-schlank. Aha, okay. Blitzleserin. Lesen Bücher schneller als die durchschnittliche Frühaufsteherin. Mentorin. Also ich könnte mir da mal Frühaufsteherin, könnte ich mir schon besorgen. Morgens, wir sind aber gerade am Abend. Mentorin. Wenn Mentoren in bestimmten Fähigkeiten Level 10 erreicht haben, wird die Interaktion Unterricht freigeschaltet. Sie können dann andere Sims helfen, viel schneller ihre Fähigkeit zu verbessern. Oh, wie cool ist das denn? Sturmjäger, Herd- und Grillprofi, Jugendtrank, kostenlose Dienste. Aha, okay. Markttauglich, eisfest, genügsam, hitzefest. Kreative Wesen schamlos, Blasenstahl, bla 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 bla, betörend, fruchtbar. Das kann ich mir eh schon wieder alles nicht leisten. Geldbaum. Für immer frisch. Sims mit dem Merkmal für immer frisch müssen nie duschen oder baden. Okay. Was ich, ja, Frühaufsteherin oder Nachteule. Nachteulen erlernen Fähigkeiten besonders gut bei Nacht. Okay. Ich weiß nicht. Merkmale, Zaubertränke. Ja, keine Ahnung, das lassen wir dann erstmal. Du möchtest im Web Trainingstipps reinholen. Beziehungsforschung, Trainingstipps durchsuchen, okay.
Gut, also wir müssen hier ein bisschen schneller machen, dass wir das mal fertig bekommen. Weil Level 5 von Forschern debattieren an Gastvorlesungen teilnehmen. Wie das funktioniert, weiß ich noch nicht. Einen Kurs mit einer 1 abschließen. Gastvorlesung. Jetzt könnte ich aber gucken. Hier Aussemester ausschalten, an Fähigkeitenunterricht teilnehmen. 9 bis 21 Uhr Start. Okay. Studium abbrechen, Urlaubstag nehmen, Job kündigen, suchen, Gelegenheitsjob finden. Studium abbrechen, krank, meine wohl gesund. Jo, Professor Fortschritt. Na gut, okay, das brauchen wir eigentlich nicht, gell? Eieieiei, bist du Depper, du bist jetzt aber ganz schön dick geworden, Madame. Naja. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich dich nicht so erstellt habe. Das weiß ich. Du bist ganz schön pummelig geworden. Fürs Erste, muss ich echt sagen. Okay, das machst du jetzt mal hier. Trainingstipps durchsuchen. Höheren Level der Gartenfähigkeit erreichen. Haben wir nicht Gartenfähigkeit erst wieder erreicht gehabt? Eigentlich? So, nebenbei? Weiß nicht. So, wenn der Wunsch erfüllt ist. Warte mal, das müssen wir erstmal fertig machen hier. So. Genau. So, was wollen wir denn glücklich werden? Das werden wir sicher auch noch irgendwann mal. So, lernen jetzt debattieren. Debattieren, debattieren, debattieren. Ja. Oh. Komm schon. Warte mal, wann? Donnerstag, Donnerstag. Wir müssen gucken. Donnerstag haben wir hier wieder die beiden. Ich könnte mich jetzt eigentlich. Warte mal, ich werde hier Urlaubstag nehmen. Wenn ich dann den Punkt erreicht habe, werde ich dann Urlaubstag nehmen und dann werde ich schlafen gehen. Damit ich mich auf die Prüfungen konzentrieren kann. Das ist nämlich ganz wichtig. So, Meilenstein erreicht. Nice. So, wir brauchen Debattierfähigkeit 5, Gastvorlesungen teilnehmen. 3 Stück. Klicke auf die Vorlesungsräume der Universität, um an der Gastvorlesung teilzunehmen. Okay, einen Kurs mit einer 1 abschließen. Das ist ja eigentlich jetzt ganz gut. Genieße den freien Tag. Gut, sehr schön. Weil die Abschlussprüfungen haben wir ja bald wieder. Ja, die haben wir bald wieder. So, aber das Klo sehe ich nie, gell? Verwenden, das ist eigentlich doof. Das ist eigentlich, ist so, warte mal, ich werde eigentlich, warte mal. Eigentlich, eigentlich, eigentlich. So, ich werde das hier hinhängen. Dann das Klo kommt jetzt mal hier hin. Dann kommt der kommt dahin und das kommt hier hin. Okay, das geht nicht, weil hier die Handtücher im Weg sind. Die Handtücher kann ich, obwohl doch, die hänge ich einfach hier hin, gell? Ein bisschen höher. Und den Spiegel, den werden wir jetzt darüber setzen. Ist ja ätzend sowas. So. So, dann geh mal hier bitte so ganz schnell aufs Klo. Dann ist das Klo wieder an der ursprünglichen Stelle. So, dann duschen und singen. Dann wirst du eigentlich am besten noch keine Kleinigkeit. Oh, wir können die schon weiterentwickeln. Oh, wie geil ist das denn? Alle gießen jeden. Oh, okay, warte mal. Dum, 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 dum. Natur, freiberufliche Botanikerin. Das ist ja unsere Hauptdings. 5 Pflanzen weiterentwickeln. Okay, wir wollen jetzt hier. Ach, da geht es. Weiterentwickeln. 1, 2, 3, 4. Das ist ja schon mal wunderbar, würde ich sagen, oder? Kann ich hier noch was machen? Nee, gell? Sehr schön. Sehr schön. So, dann wollen wir hier alles ernten. Dann wollen wir alle gießen. Und jeden wollen wir natürlich auch.
fünf Pflanzen weiterentwickeln. Natur, Level 6 der Gartenfähigkeit, drei Pflanzen veredeln und fünf Pflanzen düngern. Okay. Das machen wir dann noch. Oh, hier, weiterentwickeln. Ja, nice. Nice. Okay. So, was haben wir denn hier? Haben wir noch irgendwas? Nee, gell? Haben wir hier noch irgendwas bekommen? Ja. So, Level 6. Drei Pflanzen veredeln. Das machen wir dann irgendwann mal. Erforschen, alle gießen. Ja, gut, okay. Das. Ach so, oh, brauche ich jetzt gar nicht mehr. Gießen, gießen. Nach drinnen laufen. Nee, warte mal. Geh mal zuerst hier das machen. Und dann machen wir hier wieder Wissen. Ja, Akademie. So. Einen mit einem Kurs bei. Ja, sehr schön. Achso, jetzt haben wir das nicht erwischt. So, was ich jetzt machen kann, was ich jetzt auch machen werde, ist Merkmale. Wir nehmen uns gleich die beiden Merkmale. Frühaufsteherin, ja. Und Nachteule. Das nehmen wir uns auch. Das ist nämlich jetzt ganz praktisch. Nee, lass mal hier. Geige spielen. Okay, dann spiel mal ein bisschen Geiger. Hey, Brianna. Wir finden es toll, wenn du unserer Gruppe High Society beitreten würdest. Nein, danke, kein Interesse. Achso, das geht jetzt wieder nicht, oder was? So. Kannst du jetzt üben? Das sollte es normalerweise gehen. Ja, genau. Etwas pflanzen. Ja, toll. Uiuiuiuiuiui. Okay, es regnet ziemlich stark. So, haben wir da jetzt irgendwas Neues bekommen? Oh ja, Schneeglöckchen. Oh, nice. Wir haben Schneeglöckchen bekommen. Okay, etwas pflanzen, dann pflanze doch etwas. Hier, so hoppala. Hier, Pflanzen. Dann pflanze doch etwas. Ha? Es regnet zwar in Strömen, aber pflanze doch einfach was. Der Vorteil ist, du brauchst es dann nicht gießen. Komm schon. Also das finde ich richtig cool. Man kriegt zwar voll oft immer das Gleiche, aber es ist auch richtig cool, muss ich sagen. So, gießen brauchst du es nicht, das ist gut. Das ist sehr gut. So. So, unwohl, weil ungemütlich nass geworden ist. Brianas Unterricht beginnt in einer Stunde. Ich hoffe, ich habe jetzt alles hier. Ich habe Hausaufgaben, habe ich alle abgeschlossen. Das ist schon mal gut. Ja, keine Ahnung. Ich werde jetzt einfach noch mal ein bisschen lernen. Lernen für was lerne ich denn jetzt eigentlich als erstes? Genetik und Generation. Ja. Hier, lernen. Okay, einen kurzen Moment, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Es geht weiter. So, mein Sim fühlt sich unwohl. Es geht ihm aber so ganz gut. Das ist sehr schön. Gut, dann hör mal auf zu essen. Nutz das bisschen Zeit noch, um ein bisschen zu lernen in den letzten 15 Minuten. Das wird nicht viel Sinn haben, gell? Das wird nicht viel Sinn haben. Aber was soll's, gell? Wir büffeln jetzt einfach nochmal. Lernen. Ich weiß, Abschlussprüfung. Normalerweise müssten wir ja letzter Unterrichtstag, ja, hier zum Kurs gehen. Eieiei. Du gehst nicht zum Kurs, sondern du wirst wahrscheinlich eher schon rollen. So wie du ausschaust. Ich glaube, dicker kannst du ja gar nicht werden, normal. Aber mal gucken. Ich möchte ja dann eigentlich schauen, dass ich mit ihr ein bisschen mehr Sport treiben kann, aber das Studium nimmt ganz schön viel Zeit in Anspruch.
So. Okay, Laila kommt vorbei, kommt einfach in meine Bude rein und tanzt. Auch nicht schlecht, gell? Dann, ja, genau, dann wird ein bisschen rumgeflucht. Passt auch schon wieder. Oh, toll. Snurse. Joy besnurse. Ist aber nur ein schräger Schrott. So ein Schrott. Wer kauft schon so einen Schrott? Wie, du machst meine Geige auch noch kaputt. Ich sag's dir. So. Dann repariere ich das mal. So, Unterricht beginnt ungefähr in einer Stunde. Passt, dann wirst du das wohl hoffentlich vorher noch reparieren können. Dann lernen wir noch für das andere Zeugswerk. Wo ist denn das Buch hin? Hallo, Buch? Buch? Habe ich das schon wieder reingelegt? Ja, klar. So, lernen wir jetzt auch wieder nein, wir lernen da sogar noch weniger. Okay. Dann lassen wir das einfach mit den Lernern. Genau, zwei gewöhnliche Teile. Hier plündert die noch. Teile plündern. Altmaterial. Ausgezeichnet. So. Na? So. Du bist jetzt wieder auf dem Weg zum Unterricht. Ausgezeichnet. Was ist denn das? Oh. Trybinium. Okay. Was ist das denn? Zu Georg Rath studieren? Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, du vergeigst dir hier deine Ohren noch ein bisschen. Sehr schön. Ah, du hast Spaß. Okay. Wurscht. Du hast dir wehgetan jetzt, gell? Aua. Finger angeklemmt. Ja, das kenne ich. Das ist ziemlich blöd. Das ist ziemlich blöd. So, jetzt bin ich dann aber gespannt, welche Noten sie diesmal dann haben wird. Priana hat ihre Hausarbeit zuversichtlich eingereicht. Okay. So, kann ich jetzt noch irgendwelche Hausaufgaben eigentlich machen? Nee, kann ich nicht. Okay. So, dann. Organisation. Warte mal, was sollte ich denn machen? Frühstift, Nachteule. Hunger. Nee, Hunger. Ja, eigentlich könnte ich das hier noch weiter essen. Und dann sollten wir hier einschalten. Kann ich dazu jetzt eigentlich trainieren? Warte mal, Hip-Hop. Tanzen. Sender wechseln. Toll, ich kann da nichts machen. Wer bist denn du? Samaria. Junger Erwachsener. Du kommst heim zu mir und räumst meinen Dreck weg. Okay. Finde ich auch nicht schlecht. So, dann. Wow. Aber du bist doch angespannt. Was ich mir jetzt leiste, ist einen Moment, und zwar Aktivitäten und Freizeit. Sport. Sport. Spaß mindert Stress und erhöht die Wellnessfertigkeit. Das nehmen wir mal in so einem tollen Rot. Ja, das tun wir dabei hier hin. So, was ich jetzt aber vorher noch austesten möchte, ist hier 250 Simoleons. Mal gucken, was ich da was alles machen kann. Dim, 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 dim. Okay. An Fähigkeiten, Unterricht, teilnehmen. Fitness. Alle Sims wollen gesund bleiben. Fitnessbewusste Sims legen alles daran, ihren Körper in Bestform zu halten. Fitness kann auf dem Laufband, an der Hantelbank oder am Sandsack trainiert werden. Wird diese Fähigkeit verbessert, werden deine Trainingsinteraktionen und sozialen Fertigkeiten, Sozialaktionen freigestellt. Okay, Techtelmechtel, wenn Mami und Papi. Schauspielen, Archäologie, Backen. Mixen, Charisma, DJ mixen, Angeln, Blumen binden, Gartenarbeit, Feinschmecker kochen, Gitarre. Oi, da vorne. Das ist ganz schön viel.
Na gut, ich werde hier mal erziehen machen. Werde jetzt aber auch hier einen Cut machen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und schauen mal, was mit welchem Wissen dann Brianna heimkommt. Bis dahin sage ich aber erstmal ciao, ciao. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Baba.